Ja, ein herzliches Hallo an meine lieben Rollenspielfreunde. Es geht endlich los mit Tyranny. Nachdem ich ja letztes Jahr, also erstmal nochmal allen frohes neues Jahr, allen nachträglich, die jetzt in das Projekt reinschauen. Wir haben ja jetzt 2017, Januar. Ich habe ja letztes Jahr bereits den Auftakt zu Tyranny aufgenommen. Und ja, jetzt wollen wir endlich loslegen mit Tyranny. Dazu möchte ich jetzt erst einmal die ersten 5 Minuten nutzen, mich mit dem Interface vertraut zu machen. Also bitte Pause mit Leertaste, klappt alles. Wir können in unser Inventory gucken. Das kennen wir ja schon aus Pillars of Eternity. Läuft ungefähr genauso ab. Ja, Zubehör, Rüstungszeug. Hier oben können wir wohl sortieren. Ja, ein- und ausblenden. Inventar ist wohl begrenzt. Sämtliche Ausrüstung, Questgegenstände, also das hier unten ist wohl das Gruppenlager, wo wir noch zusätzliches Zeug lagern können. Das scheint auch ein bisschen begrenzter zu sein. Hoffe ich jedenfalls mal. Unsere Rastvorräte und dann unsere Währungen. Also es gibt hier drei Währungen, anders als in Pillars of Eternity, wo es nur Gold gab. Kupferringe, Bronzeringe und Eisenringe. Also kein richtiges Gold. Das ist also dann wohl die Standardwährung hier. Das habe ich ja letztes Mal schon gesagt. Wir haben einen Bronzewurfspeer. Schild des Schicksalsbinders. Ja, also wir haben ja Speer, Wurfspeer und Schild als Hauptkampfart ausgewählt. Dann unsere ganzen Attribute. Das hier finde ich sehr interessant, dass es jetzt zum Skillen hier nicht mehr wie in Pillars of Eternity Erfahrungspunkte gibt, sondern dass wir direkt die Sachen wahrscheinlich durch Benutzung skillen. Also so wie man es aus den ganzen Elder Scrolls Teilen kennt. Finde ich eine sehr interessante Änderung. Hier unsere Verteidigung, unsere Rüstung, alles. Jo. Talente, das ist auch was Neues. Kriegen wir wahrscheinlich mit Level-Ups Talentpunkte, die wir dann in diese Sachen packen können. Was gibt es denn da? Ist Reichweite, Magie. Geschicklichkeit, Reichweite, Magie. Führung, Verteidigung, Großwaffen. Ja, also die sechs. Führung, Verteidigung, große Waffen, Geschicklichkeit, Reichweite, Magie. Das hat jedenfalls unser Brando hier, unser Schicksalsbinder. Questlogbuch mit allen Sachen, Biografie, die Enzyklopädie, Notizen, die wir wahrscheinlich selber machen können, genau. Unsere Stats, also die Statistik. Verstrichene Reisezeit, Zeit im Kampf und so weiter. Tutorials. Okay, Tutorials brauchen wir nicht. Reputation haben wir noch keine. Sigile für die Zauberstellung. Okay. Berührung der Titan. Ah ja, so können wir unsere Zauber wohl selber zusammenbasteln. Ah, das ist eine ganz nice Idee, dass wir die Zauber jetzt mal abgesehen von unserem Startzauber, den wir ja haben, weil wir ja Lichtmagie gewählt haben, uns unsere Zauber nachher selber basteln können. Natürlich wird es wahrscheinlich Vorgaben geben, aber wir können damit rum experimentieren. Gut. Und Sinn schreiben. Das wird nachher auch interessant herauszufinden, was das ist. Gut, das war hier oben die Menüleiste. Achso, die Karte gibt es noch. Lager der Geschmähten, Eleringruine. Und das ist wohl die ganze Karte, die wir im Augenblick haben. Und das Optionsmenü. Gut. Hier unten haben wir ja unsere Karte, Minikarte.
Gesprächsprotokolle und Kampfprotokolle. Ach so, das hier unten ist die Protokollleiste. Inklusive Minikarte. Können wir auch so ein- und ausblenden. Beuteindikatoren ein- aus. Ja, ich spiele ungern mit Minikarte. Ich werde wahrscheinlich auf die Protokolle hier zurückgreifen. Und guck dann lieber mit M auf die. Achso, damit mache ich nur das hier größer. Okay. Was rufe ich denn die Weltkarte auf? Achso, das ist nur die Weltkarte, nicht die Umgebungskarte. Okay, Tab hebt Sachen hervor. Gut, dann bleibt die Minikarte halt offen. Gruppen-KI ein- ausschalten. Hoffentlich funktioniert die ein bisschen besser als in Pillars of Eternity. Schleichen ein- aus, ist auch klar. Alle Mitglieder auswählen, Formation. Und Rastvorräte ist auch klar. Hier sind meine Fähigkeiten. Stoß, Herzschuss, Berührung der Titanen. Und, was ist das letzte? Rast des Kriegers. Ja, und meine Heiltränke. Ich werde mal versuchen, ohne Heiltränke auszukommen, nur durch Heilungsmagie, weil dafür gibt es ein Achievement in Steam. Da ich sowieso nicht ganz so habe mit Tränken benutzen. Gut, damit werden die um. Oh, hier unten noch Talente. Achso, die können wir da anzeigen. Talente, Zauber, Kombofähigkeiten. Du besitzt keine Fähigkeiten dieses Types. Artefaktfähigkeiten. Ah, oh, man kann Artefakte finden. Reputationsfähigkeiten. Also wenn wir in der Gruppe ganz gut sind, kriegen wir wohl Fähigkeiten. Kampfhaltung können wir wahrscheinlich auch freischalten. Waffensets. Und Schnellauswahlgegenstände. Dann bräuchten wir die hier schon mal gar nicht hier drin halten. Naja. Überschreibe ich dann später mal. Gut. Jetzt werden wir uns endlich mal um das Spiel kümmern. Hier unten haben wir schon mal die Statue von Königin Lykaeros. Königin Lykaeros Quiet Denkmal. down. Aurora. Kyros, der Oberherr, sei gepriesen. Als ich die Lawine hörte, fürchtete ich, das Tal sei versiegelt worden. Mit dir auf der anderen Seite. Die geschmähten Kriegerin klopft mit ihrem Handschuh gegen ihren Brustpanzer, der traditionelle Gruß ihrer Legion. Ach ja, das habe ich mir auch schon ein bisschen überlegt. Wir haben ja zwei Gruppierungen auf unserer Seite, sage ich mal, über die wir wachen sollen als Schicksalsbinder. Einmal die Geschmähten oder die Disfavored, die dem Archon Graven Ash dienen. Und dann noch die, den Scharlachroten Chor, so hießen sie, die den Voices of Nerad dienen. Ich habe mir so überlegt, ich werde mich wahrscheinlich auf die Seite einer der beiden Fraktionen stellen müssen, weil beide gleichzeitig könnte etwas schwierig sein. Weil wenn ich die einen glücklich mache, mache ich die anderen unglücklich. Das haben wir ja schon in dem Vorgeplänkel festgestellt. Und ich habe mir überlegt, ich stelle mich erstmal auf die Seite der Geschmähten, der Disfavored. Da dies ja eine Elite-Legion ist, mit geheimen Schmiedekünsten, guten Waffen und so weiter, während der Scharlachrote Chor ein zusammengewürfelter Haufen von Berserkern ist, mehr oder weniger, denke ich, dass meine Karten besser sind, wenn ich mich auf der ihre Seite stelle, erst einmal. Jedenfalls, bis wir dieses Problemchen gelöst haben und dieses Tal wieder verlassen können. Da Kyros uns ja hier eingesperrt hat, solange die Rebellen wüten. Und danach werde ich sehen, welcher Weg mir der beste vorkommt, um eben meine eigenen Ziele zu verfolgen. Gut, mit Kyros, sich mit Kyros anzulegen, ist eine schlechte Idee, haben wir schon mehrmals gemerkt. Wer sich mit Kyros angelegt hat, wird ausgelöscht. Wurde ausgelöscht. Deswegen werden wir natürlich weiterhin Kyros dienen, werden aber gleichzeitig versuchen, unsere eigenen Interessen zu decken.
Und wenn uns dabei die Archonnen im Weg sind, werden wir sie halt wohl ausschalten müssen. Also kann es sein, dass wir uns auch mit den verbleibenden Rebellen verbünden müssen, um diese Ziele zu erreichen, einfach sie auszunutzen, sag ich mal. Alles, was wir verwenden können, werden wir verwenden. Hauptsache, wir können unsere eigene Position festigen und eben Kyros zufriedenstellen. Gut. Also, da geht's jetzt weiter. Aurora, der Kommandant rückte nicht heraus mit der Sprache, warum der Gouverneur von Letias Kreuzung kommt. Ja, das sind wir ja. Weil wir ja entschlossen haben, uns dafür freiwillig zu melden. Und dort wurden ja die Schmieden errichtet in dieser Region, die wir verteidigen mussten und alles. Wo wir uns dann entschieden haben, die Legion soll das selber machen, dass der Rote Chor sich da nicht zu sehr einmischt. Ja gut. Der Kommandant rückte nicht heraus mit der Sprache, warum der Gouverneur von Letias Kreuzung kommt. Aber da wir hier keine Schmieden haben, kann ich mir vorstellen, dass du Nerads Stimmen ein bisschen Vernunft in den Schädeln hämmern sollst. Also den Voices of Nerad, dem Archon des Scharlachroten Chor. Sie ertappt sich selbst und räuspert sich lächelnd. Ich meine natürlich, dass du zwischen den Archonten vermitteln sollst, damit sie sich auf einen Plan zum Ausmerzen dieser Einbrecher einigen. Ja, also die Rebellen sind Einbrecher. Steht hier sogar. Was steht denn hier? Zur Ehren der Vendrienwache, welche die Kapitulation im Jahr 429 nicht erhielt, werden alle Mitglieder dieser Gruppierung des Stufenvolks von Geschmähten und dem Scharlachroten Chor als Einbrecher bezeichnet. Vielleicht ist das einer der wenigen Punkte, bei dem sich die Geschmähten und der Scharlachrote Chor einig sind. Meine persönliche Meinung aber ist, gut einen anderen Herolden zu sehen. Eroberungsentscheidung. Kaum 10.000 Geschmähte brachen aus dem Nordreich auf, um die Stufe zu erobern, und die Geschmähten, die heute noch im Land sind, waren Teil dieser ursprünglichen Armee. Im Scharlachroten Chor kommen und gehen die Gesichter, doch im Laufe der Jahre hast du immer wieder dieselben Geschmähten gesehen. Das ist Aurora Steinschild, der zweite. Das ist Aurora Steinschild der zweiten Kohorte. Eine Veteranin des ersten Feldzugs nach Vendriens Brunnen vor 2 Jahren. Du hast mit ihr und ihrem Trupp gekämpft in der Infiltration der Stufen, die Woche vor der großen Eröffnungsschlacht an den Toren des Urteils stattfand. Du hast mit ihr und ihren Truppen gekämpft in der Infiltration der Stufen, die Wochen vor der großen Eröffnungsschlacht an den Toren des Urteils stattfand. Ja, ist zwar ein bisschen komisch formuliert, aber es ergibt Sinn. Diejenigen, die an diesen kühnen Angriffen vor dem Krieg teilgenommen haben, nennen sich gegenseitig liebevoll Herolde. Dank Kyros Willen sind die meisten Soldaten unserer Invasionsstreitmacht immer noch am Leben. Die meisten von uns wurden aber über die Stufen verstreut und bei Änderung der Bedürfnisse neu zugeteilt. Mir fehlt diese Zeit, als noch so viele Schlachten vor uns lagen, es noch so viel Ruhm zu erringen gab. Aber ich weiß, dass die Archonten dich erwarten. Lass mich nicht wehmütig vor den guten alten Zeiten schwärmen. Ja, da merkt man wieder, die Geschmähten sind trotz allem auch nur Menschen. Ich kann stumm dreinblicken, ein bisschen böse. Ich muss den Archonten eine eilige Botschaft überbringen. Ich komme mit einem Edikt von Kyros. Unsere Soldaten werden ihre Aufgaben erfüllen oder sterben. Kannst du dieses Summen in der Luft hören und dieses Glühen um die Felsen herum sehen? Die Lawine ist Kyros Magie, der Oberherr hat das Tal versiegelt. Nehmen wir das mal. Deine Sinne sehen mehr als meine, guter Schicksalsbinder. Ich gebe doch nicht vor, viel über solche Dinge zu wissen. Okay, ich hätte den Text da oben nicht ignorieren sollen. Aber wenn das Kyros Magie ist, war und du in wichtigen Angelegenheiten hier bist,
Nur man muss nicht immer der Archont der Geheimnisse sein, um erraten zu können, dass du zur Verkündung eines Edikts hier bist. Was hat Kyros für den Feind auf Lager? 10 Jahre eitrige Pest? Ein Edikt der verdrehten Knochen?